Guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zur Tagesenergie. Wir schauen rein in den Montag. Was ist denn am Montag wichtig zu wissen? Oh, hier öffnet sich ein neues Kapitel. Wir haben das Buch, es gibt neue Dinge zu lernen. Vielleicht kommt auch ein Geheimnis ans Licht. Was kriegen wir denn noch? Wir haben den Turm und den Reiter. Ja, potenziell sieht es so aus, als wenn es hier ein neues Kapitel gibt, vielleicht in Sachen Selbstständigkeit. Auf jeden Fall ist hier Fortbewegung, was das Thema angeht. Und falls du gerade noch in einem Turm steckst, ja, ein bisschen zugemacht hast, dann kann es durchaus sein, dass du mal nach oben an die Spitze gehst und vom Turm einfach mal deine ganze Umgebung, ja, quasi abschaust und guckst, welche Möglichkeiten stehen dir zur Verfügung, weil du hier auf jeden Fall loslegst. Dann gucken wir mal, was das Tarot dazu sagt. Liebes Universum. Interessant. Also, das neue Kapitel hat auf jeden Fall damit zu tun, dass du hier dein Geschick nutzt. Ja, wie die kleine diebische Elster, die einfach das schnappst, was dir zusteht. Und wir haben hier den Ritter der Stäbe. Also hier ist Abenteuerlust und vor allen Dingen ist hier auch spontanes Handeln gefragt. Hier kannst du nicht lang fackeln, wenn es darum geht, jetzt durchzustarten, sondern du musst jetzt quasi loslegen. Da führt kein Weg dran vorbei. Also hier ist wirklich spontanes Handeln angesagt, damit du hier in den Erfolg reingehen kannst. Also für irgendjemanden ist hier heute der Startschuss für etwas sehr Erfolgreiches. Und da sollte nicht gezögert werden, weil zögern würde in dem Fall tatsächlich zu Verlust führen. Hier geht es darum, jetzt deine Stärken und deine Schwächen zu nutzen, in die Führung zu gehen, wirklich im Selbstvertrauen auch zu bleiben. Wie gesagt, du gehst hier los, ja, vertraue dir doch einfach. Wer hindert dich daran, erfolgreich zu werden, außer du selbst? Niemand anderes im Außen kann dich davon abhalten. Wir haben hier den Ritter der Münzen auf dem Kopf und die Sechs der Münzen. Also, hier ist eindeutig so der Gewohnheitstrott gekennzeichnet. Das heißt, du möchtest gerne so weitermachen wie bisher. Wenn es aber darum geht, deinen Herzenswünschen jetzt gerecht zu werden, dann musst du auch dich von deinem Herzen führen lassen. Weil nur dann kommt hier Entspannung rein. Die Sechs der Münzen, je nachdem, auf welches Kartendeck man schaut, ne, beim Shadowscape Tarot ist das zum Beispiel mit so einer kleinen Pflanze. Und da sitzt halt der junge Bube und kümmert sich um dieses kleine, zarte Pflänzlein. Und so ist es auch. Das, was du investierst, bekommst du zurück. Wenn du nichts investierst, dann bekommst du auch nichts. So ist es letztendlich. Ja, also raus aus dem Gewohnheitstrott, jetzt wirklich mal in Aktion gehen, dich trauen, Dinge anzugehen. Wie gesagt, nutze dein Geschick, weil nur dann kannst du auch Dinge verwirklichen. Hier ist zwar noch der Mangel an Reife drin, aber die Zehn der Münzen stehen auch für den Zufall. Das heißt, hier kann es durchaus sein, dass durch Zufall, ja, dir das Glück hold sein wird. Das negative Problem an dieser Karte ist, dass du auf der Jagd nach Luxus bist. Und dementsprechend falsche Intentionen an das Thema Luxus setzt, beziehungsweise negative Energien rund um Luxus angesammelt hast. Das heißt, du gehst mit der falschen Intention daran. In dem Fall wäre das nämlich nicht das Aufbau eines Vermächtnisses, was langfristig ist, sondern diese Karte warnt dich ein bisschen davor, jetzt nicht nach nicht daran zu denken, dass Geld all deine Probleme lösen würde. Weil sonst wäre es nämlich so, dass du zu viel ausgibst und dann Gefahr läufst, eben alles zu verlieren, was du dir aufbaust. Ja, und nicht in die Langfristigkeit gehst. Also das darf auf jeden Fall gewandelt werden. Und vielleicht war es auch das Problem in der Vergangenheit, dass du vielleicht schon viel geschafft hast, aber gierig wurdest, ja, alles verloren hast und dementsprechend natürlich
auf die Nase gefallen bist. Hier ist die Karte des Wandels, hier sind die Karten der, der Prioritäten, die gesetzt werden dürfen. Und hier ist auch die Karte, die sagt, hey, jongliere nicht mehr länger. Ja, setze Standpunkte. Ich wollte gerade Standpoints sagen. Setze Standpunkte. Festige dich. Verhandel. Und dann geht es hier auf, auch in die mentale Kraft, ne? Auf zu neuen Ufern, raus aus dem unruhigen Fahrwasser. Hier verändert sich etwas. Hier verändert sich etwas von Unruhigem, von Instabilem in die Stabilität. Und diese Veränderung ist auch notwendig, damit du letztendlich auch neu starten kannst. Hier ist so ein bisschen dieses Loslassen der Vergangenheit gekennzeichnet. Wir haben die drei der Schwerter. Hier geht es noch darum, wieder zurück zur Vernunft zu kommen. Wir haben den Ritter der Kelche. Hier ist Verliebtheit drin. Und wir haben die Verwirklichung. Was mir hier bei diesem Kartenbild, gerade jetzt auch mit diesem Thema Liebe und Herzschmerz, zum Schluss noch reinkommt, ist, dass du das Gefühl hast, du möchtest dich irgendjemandem beweisen. Und das war die falsche Intention. Weil, wie ich schon sagte, ne, es geht hier um dein Kapitel. Es geht darum, dass du Dinge für dich öffnest, für dich offenbarst. Und Fakt ist, wenn du für dich vorwärts gehst, wirst du hier langfristig erfolgreich sein. Wenn du aber versuchst, für jemand anderes dich zu beweisen, ja, weil irgendjemand gesagt hat, oh, du schaffst dies nicht, du schaffst das nicht, oh, ich werde es dir beweisen. Ich werde dir beweisen, dass ich das kann. Dann wird es dich nicht, ja, befriedigen. Man muss es einfach so sagen, wie es ist. Ja? Hier ist für alle die, die vielleicht auf das Thema Liebe schauen, auch noch möglich, eben ein Date zu haben, eine Verabredung zu haben, um damit in die Hochzeit zu kommen. Grundsätzlich fängt hier aber oder ist hier schon etwas Neues in Gang. Wir haben den Ritter der Kelche, wir haben den Ritter der Stäbe. Das heißt, wir haben die Luft des Feuers und die Luft des Wassers. Das heißt, dass es schon darum geht, jetzt Bestrebungen zu tätigen, die sowohl deine Leidenschaft angeht, als auch deine Emotionen angeht. Ja, ha. Leg los für dich. Lichtarbeit fällt raus. Erwecke und bewahre dein höheres Bewusstsein und stärke deine Energie. Das Licht in dir hilft, dich von Negativität zu lösen und Freude zu integrieren. Ja, in dem Sinne sage ich einen schönen Montag und Dankeschön fürs Zuschauen, ihr Lieben, fürs Liken, Kommentieren und Abonnieren und bis zur nächsten Legung.